Und jetzt werden wir auch ein neues Hilfspaket bereitstellen, einschließlich schwerer Artillerie, Munition und weiterer Gerätschaften. Das hilft der ukrainischen Armee bei diesen neuen Kämpfen im Donbass. Das ist jetzt dort ein ganz neues Terrain, sowohl topografisch als auch was die Geländebegebenheiten angeht. Dort werden neue Waffen, andere Waffen eingesetzt. Und heute kündige ich hier ein neues Hilfspaket an im Gesamtwert von 800 Millionen US-Dollar für Militärhilfe. Das beinhaltet schwere Artillerie, Dutzende von Haubitzen und 144.000 Runden Munition. Da sind auch weiterhin neue Drohnen, taktische Drohnen enthalten. Und wir werden das Ganze mit Höchstgeschwindigkeit in den Osten der Ukraine liefern. Wir haben auch Granatenwerfer, Radarsysteme und andere Gerätschaften bereits zur Verfügung gestellt. Und die USA alleine haben dort pro russischem Panzer 10 Abwehrmaßnahmen der Gerätschaften zur Verfügung gestellt. Und zusätzlich dazu werden wir als die USA dort diesen Fluss an Waffen in die Ukraine durch andere Partner und Alliierte weiterhin vereinfachen, wie zum Beispiel die S-300 Anti-Luftwaffensysteme aus der Slowakei beispielsweise. Wir werden natürlich nicht im Detail auf alles eingehen können, was unsere Partner dort machen. Das ist klar aus Gründen der Geheimhaltung. Aber Teddy Roosevelt hat ja schon mal gesagt, manchmal muss man natürlich sanfte Worte sprechen und trotzdem ja, die große Keule schwingen sozusagen. Und wir werden natürlich hoffen, dass der Kongress die entsprechenden Finanzmittel für diese zusätzlichen Militärhilfen zur Verfügung stellt, damit die tapferen, furchtlosen und ja, willensstarken ukrainischen Soldatinnen und Soldaten auch ausgerüstet sind. Es ist unglaublich, mit welchem Mut, mit welcher Entschlossenheit sie ihr Land verteidigen. Jeder Bürger und jede Bürgerin dort, junge Männer und Frauen, alle dort ihr Land verteidigen. Und das ist auch möglich dank der anhaltenden Hilfe seitens der internationalen Gemeinschaft. Und das ist ein wichtiger Grund, warum die Ukraine jetzt in der Lage ist, weiterhin Russland davon abzuhalten, das ganze Land einzunehmen. Jeder amerikanische Steuerzahler kann stolz darauf sein, dort beizutragen, dass wir als Land so großzügig helfen, dass wir eben Hilfen leisten, finanziell und militärisch, um diese russische Aggression aufzuhalten. Man sieht ja, wie brutal Putin dort vorgeht mit seinen Truppen. Die Schlacht von Kiew war ein historischer Sieg für die Ukraine. Das war ein Sieg für die Freiheit, den das ukrainische Volk gewonnen hat, dank noch nie dagewesener Unterstützung seitens der USA und ihrer Partner. Und jetzt müssen wir diese Hilfe noch weiter ausbauen, damit auch die neue russische Großoffensive im Osten der Ukraine aufgehalten werden kann. Das haben wir da zwar neue geografische Bedingungen, aber die Brutalität der Russen wird die gleiche sein. Und wir werden sicherstellen, dass auch weiterhin kontinuierlich Waffen in die Ukraine von uns geliefert werden zur Verteidigung des Landes. Aber ich habe jetzt natürlich die Verantwortung, dass der Kongress überparteilich diesen Finanzhilfen zustimmt, damit dieser Kampf auch weiterhin durch Waffen und Finanzhilfen unterstützt werden kann, damit das auch ununterbrochen stattfinden kann, damit diese Waffen auch weiterhin den tapferen ukrainischen Streitkräften schnell zur Verfügung gestellt werden können. Und ich hoffe und ich erwarte auch, dass der Kongress hier sehr schnell dem Ganzen zustimmt. Und ich bedanke mich beim US-Kongress, bei den Demokraten sowie bei den Republikanern für ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine. Unsere Einheit hier zu Hause und auch das Zusammenstehen mit unseren Partnern und Alliierten zeigt Putin ganz klar, er wird keinen Erfolg damit haben, die Ukraine zu dominieren, zu unterwerfen. Das wird nicht funktionieren. Wir unterstützen die Ukraine nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern wir unterstützen auch das ukrainische Volk. Heute verkünden die USA, dass wir zusätzliche 500 Millionen Dollar zur Verfügung stellen in Form von direkter Finanzhilfe und Wirtschaftshilfe für die ukrainische Regierung. Das
sind jetzt in den letzten zwei Monaten allein schon 1 Milliarde US-Dollar an Hilfen, um eben die ukrainische Wirtschaft zu stürzen, die natürlich durch diesen russischen Angriff ja buchstäblich in Trümmer gelegt wurde. Und das ist wichtig, damit auch grundlegende Funktionalitäten sichergestellt werden des Landes und der Regierung für das ukrainische Volk. 2/3 aller ukrainischen Kinder sind mittlerweile auf der Flucht. Mehr als 5 Millionen Menschen aus der Ukraine haben das Land verlassen. Das ist ein Skandal, das ist unglaublich. Und deswegen sowas mit anschauen zu müssen im 21. Jahrhundert, das ist furchtbar. Letzten Monat war ich ja in Europa und habe gesagt, dass wir gerne 100.000 ukrainische Geflüchtete aufnehmen, damit wir eben auch auf diese Art und Weise helfen können. Zehntausende von Geflüchteten sind bereits in den USA und heute verkündige ich, dass wir ein Programm vorstellen, Unite for Ukraine, also zusammenstehen für die Ukraine, damit wir ukrainischen Geflüchteten die Möglichkeit geben, direkt aus Europa in die USA ausreisen zu können. Das wird die zusätzlich bestehenden Wege der Einreise in die USA ergänzen. Und wir werden auf diese Art und Weise die Möglichkeit bieten, sicher und vor allem auch rechtssicher von Europa in die USA zu reisen, für alle, die eben hier bereits Familie haben oder von einer NGO oder einer anderen Organisation unterstützt werden. Und dieser Weg muss schnell möglich sein. Der Prozess muss schnell ablaufen. Die Leute dürfen an der Grenze nicht aufgehalten werden, auf unnötige und lange Art und Weise. Und wir isolieren auch weiterhin Russland auf der internationalen Bühne. Gestern haben wir beschlossen, dass auch weitere Sanktionen gegen russische Institutionen, Organisationen und Personen umgesetzt werden. Und heute verkündige ich, dass die USA Schiffe, die unter russischer Flagge fahren, nicht mehr in unsere Hafen einfahren dürfen, so wie die Europäer das gemacht haben. Kein Schiff, das unter russischer Flagge fährt oder das im Besitz eines russischen Besitzers ist, darf ab jetzt mehr unsere Häfen anlaufen. Kein einziges. Und das ist ein weiterer wichtiger Schritt, den wir unternehmen, um zusammen mit unseren Partnern aus der EU, dem Vereinigten Königreich und Kanada dafür zu sorgen, dass Russland international isoliert und bestraft wird für das, was es macht. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg noch gehen wird, aber wir sind jetzt bereits im zweiten Monat dieses Krieges. Wir wissen jetzt hier, die großen Ambitionen, die Putin hatte, sind gescheitert. Nach wochenlangem Beschuss wurde Kiew sozusagen gehalten und die Ukraine haben dort gesiegt. Und Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, ist immer noch an der Macht. Und dank der tapferen ukrainischen Soldaten und Zivilisten war das möglich. Und vom ersten Tag an wurden diese unterstützt mit Waffen, Munition, mit Ausrüstung, mit Geheimdienstinformationen, mit Finanzhilfen von uns, den USA und den Partnern in der freien Welt, damit eben die russischen Truppen nicht weiter vorrücken können und auch nicht weiter so brutal vorrücken können, wie sie es getan haben. Und ich habe das ja von Anfang an schon gesagt. Der russische Präsident Putin hat darauf gezählt, dass die NATO, die EU, dass die USA, dass er uns spalten könne. Ja? Und er hat darauf gewettet, dass wir nicht einheitlich handeln werden. Aber da täuscht er sich. Mal wieder haben wir gezeigt, dass wir uns nicht spalten lassen werden. Wir werden in unserer Entschlossenheit nicht nachlassen. Wir werden auch weiterhin mit allem, was wir haben, an der Seite der Ukraine stehen. Und wir werden den Frieden immer wieder und erneut verteidigen gegen die Tyrannei. Und ich möchte dem amerikanischen Volk da nochmal danken für die Unterstützung in Sachen Ukraine-Hilfe, für die Unterstützung für das ukrainische Volk. Das ist unsere Verantwortung, das zu tun. Und wir waren in der Lage, bisher die ganze Welt zusammenzuhalten. Vielen Dank dafür. Danke. Ich habe noch Zeit für ein, zwei Fragen. Präsident Putin behauptet jetzt, Mariupol ist jetzt unter russischer Kontrolle. Was bedeutet das? Naja, das ist jetzt wirklich fraglich, ob das tatsächlich der Fall ist. Aber was wir über Mariupol wissen, ist eins. Putin sollte da humanitäre Korridore zulassen, damit die Menschen, die immer noch dort eingeschlossen sind und in Bunkern sitzen, die Möglichkeit haben, dort rauszukommen. Das müsste jeder Staatschef an seiner Stelle machen. Das soll auch Putin machen. Es gibt also noch keine festen Beweise, dass Mariupol fest in russischer Hand ist. Ja, ich
Ja, es wird hier vom Justizministerium einen Einspruch geben, denn wir möchten in einer Lage sein, dass hier klar ist, dass wir diesen Artikel 42, nachdem Sie gerade gefragt haben, brauchen. Das ist von wissenschaftlicher Seite klar. Vielen herzlichen Dank. Wie lange können die USA immer noch auf diesem Niveau Militärhilfe leisten? Ja, wir waren ja in der Lage, das jetzt schon für lange Zeit zu tun. Sind es auch weiterhin? Die Frage ist, werden wir auch weiterhin die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft einholen können, um hier Putin unter Druck setzen zu können, damit eben das Land die Ukraine nicht überrennen kann. Und zweiter Punkt, damit wir sicher sind, die Sanktionen aufrechtzuerhalten, die mit der Zeit natürlich ihre Wirkung zeigen werden, gerade ihre Wirkung auf die russische Wirtschaft. Das ist das Wichtigste, jetzt hier diese Einheit zusammenzuhalten. Vielen herzlichen Dank.